So Leute, da sind wir beim nächsten Game Mode und wie beim letzten Mal schon angekündigt, haben wir jetzt Arch Enemy. Und zwar in diesem Fall Arch Enemy 1 tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage, weil Arch Enemy lief gar nicht mal so geil für die Leute bei Wizards of the Coast. Aber sie haben es nochmal probiert und dementsprechend wird hiernach erstmal das Plane Chase kommen, weil es chronologisch passt. Also das Plane Chase 2. Und nach dem Plane Chase 2 wird nochmal ein Arch Enemy 2 kommen. Denn für Arch Enemy gibt es ein Remake. Und das zeige ich euch dann auch nochmal. Wir sind 2010 in einer sehr coolen Zeit, voller cooler Produkte, aber auch eine Menge Produkte, die auf den Markt geschmissen werden. Gerade was Decks und Formate und so weiter angeht. In diesem Fall haben wir mit Arch Enemy ein Einer gegen alle Format. Da ist es so, dass ein Spieler eben gegen einen Team aus Gegnern spielen darf. Um natürlich das Ganze ein bisschen fair zu halten, gibt es mehrere Sachen. Erstens bekommt der Arch Enemy diese übergroßen Scheme Cards. Die haben diesmal auch so einen richtig coolen Arch Enemy Back. Diese Schemes, Schemen, wie auch immer man sie in Deutsch nennt, bekommt er eine gewisse Anzahl von in seine Commander Zone. Einfach in der Commander Zone, damit sie nicht angegriffen werden kann und sie trotzdem im Spiel ist. Und er darf jede Runde eins davon aktivieren. Zusätzlich dazu kriegt er natürlich 40 Lebenspunkte. Die Gegner des Arch Enemies spielen im Team. Sie spielen nach Two-Headed Giant-Regeln. Das bedeutet, dass jeder Spieler 20 Lebenspunkte hat und einzeln ausgeschaltet werden kann. Und sie können füreinander blocken, egal welcher Spieler angegriffen wird. Was ganz cool ist und sehr viele Gameplay-Sachen bietet. Der Arch Enemy gewinnt, wenn alle Nicht-Arch Enemy, also alle anderen Spieler, ausgeschaltet wurden. Und die Spieler gewinnen natürlich dementsprechend, wenn der Arch Enemy das Spiel verloren hat. Es gibt auch noch den Spielmodus, wo einfach man jeder Arch Enemy ist und man einfach nur dieses Schemen aufteilt und einfach nur mit den Schemen noch zusätzlich spielt. Das will ich aber gar nicht erklären, weil das ist einfach Mumpitz. Das Schemendeck des Arch Enemies muss aus 20 Karten bestehen. Dabei darf er keine dieser Karten mehr als zweimal haben. Das ist der Grund, warum ich eben jede Karte davon zweimal habe. Ich glaube, in den offiziellen Regeln steht drin, dass man minimal 20 Karten haben kann. Wir haben das immer so gespielt, dass es genau 20 sind. Und ich glaube, es wurde auch in dem Arch Enemy 2 mit 20 Karten angegeben. Dementsprechend haben wir immer gesagt, man geht auf 20 Karten und gut ist. Das funktioniert relativ gut. So, zu Beginn des Spiels darf sich der Arch Enemy dementsprechend aus diesen ganzen Karten, die ich nicht alle durchgehe, keine Sorge, 20 Karten aussuchen, die er eben als sein Schemendeck nimmt. Dabei kann er da natürlich Konstanz gehen, indem er 10 Karten zweimal nimmt oder manchmal eben Karten nur einmal nimmt. So, hierbei ist es so, dass man eine Karte zieht zu seinem Beginn seines Zuges natürlich. Dann das Schemen in Motion setzt. Das bedeutet, wir haben die Schemen eben verdeckt gemischt hier und dürfen die erste Karte aufdecken. Dieses Schemen passiert dann, beziehungsweise der Effekt wird davon dann durchgesetzt und danach wird es weggelegt. Es sei denn, es ist ein Ongoing Scheme oder Schemen und wenn es ein Ongoing ist, also ein Continuous Effekt ist, bleibt das Ding obendrauf liegen, solange bis die Karte sagt, diese Karte geht runter. Erst ab dann kann man neue Schemen aufdecken. Das macht Ongoing Schemen natürlich ein bisschen schlechter, weil man eben keinen dauerhaft zirkulierenden Effekt hat. Auf der anderen Seite sind die relativ mächtig und oftmals will man die einfach auf dem Feld behalten. Schemen haben unterschiedliche Stärke und versuchen verschiedene Decks eben abzuholen, ob es jetzt Ramp ist, ob es Cardro ist, ob es Control ist, ob es Agro ist. Sie versuchen möglichst viele Decks abzuholen, damit man eben für jedes Arch Enemy Deck hier Schemen machen kann und damit eben auch spielen kann. Man sieht auch, die sind auch ziemlich hart abgerockt. Ja, sieht man. Haben wir auch relativ viel gespielt. Ich glaube, mein Rekord lag 1 gegen 12. Das war ziemlich krass. Die Karten werden dann unter das Deck gelegt und es wird nicht neu geschaffelt, wenn das Deck leer ist, weil es wird nicht leer, sondern sie werden dann in einer Reihenfolge wiederkehren, die man schon kennt. Was ganz interessant ist und auch dort sehr viele Game-Optionen offen hält, wenn man sich eben merken kann, welches Schemen in welcher Reihenfolge kommt. Sowohl man selbst als Arch Enemy als auch eben die Gegner. Auch hier war es so, dass die Arch Enemy-Karten in verschiedene Decks eingeteilt waren. Also es gibt insgesamt 45 Arch Enemy-Karten und jedes Deck, was man sich davon kaufen konnte, hatte 20 davon. Das heißt, ihr könnt euch zusammenrechnen, es gab ein paar, die einfach doppelt, dreifach, zehnfach, gefühlt zehnfach. Dabei waren andere, hat man gerade so zweimal bekommen. Aber man hat jedes, wenn man das komplette Set gekauft hat, jedes mindestens zweimal bekommen. Was wieder mal super cool war, wenn man das zusammen gekauft hat. Aber man konnte es eben auch einzeln kaufen und man hatte einfach ein sehr gutes 20-Karten-Schemen-Deck für das Arch-Enemy-Spiel mit dem Deck, was man gekauft hatte. Und zwar waren die Decks wie folgendes. Wir hatten einmal, oh Gott, die Namen. Arch-Enemy Bring About the Undead Apocalypse. Das ist im Endeffekt ein Reanimate-Deck. Da war auch tatsächlich ein Reanimate drin, was super krass zu der damaligen Zeit war. Und auch Beacon of Unrest war damals sehr gut. Ein Terminate war da drin. Es war halt so ein rot-schwarzes Reanimate-Deck. Das war
Es war schon nicht schlecht. Gerade so mit Rakdos, Signet, Avatar of Wo. Da haben viele von uns mit gespielt tatsächlich. Auch Bogwitch. Oh, wunderschön. Und es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Deck. Die Verpackung seht ihr auch hier oben wieder mal, wie die ganze Zeit sonst auch. Ja, ihr seht halt vorne die Schemen drauf und dann seht ihr oben, was für Farben das Ding hat. Ihr seht, es ist wunderschön gewesen, meiner Meinung nach. Als zweites hatten wir Assemble the Doomsday Machine. Auch hier hatten wir 20 Schemen dabei, logischerweise. Und hier hatten wir ein weiß-blau-schwarzes Artefakt Marsch der Maschinen, Lodestone Golem, Thundering Titan und Master Transmuter Deck. Richtig cooles Deck. Kenne ich auch noch jemanden, der das super hart geliebt hat. Und das Interessante ist, wir hatten ja alle 4 Decks und ich kann immer noch die Decks den Spielern zuordnen, die damals gespielt haben, weil die wurden auch sehr lange gespielt, weil die für die damaligen Verhältnisse und auch für heutige Verhältnisse eigentlich verdammt gute Constructed Decks waren. Vor allem, weil die Dinger haben 20 Euro, glaube ich, gekostet, MSRP von Wizards. Großartig. Kriegst du, glaube ich, nicht mehr dafür, aber damalige Decks, Power Level, Over the Roof, war richtig cool. Dann haben wir Trample Civilization Underfoot. Auch hier, wie gesagt, 20 Schemen sind in jedem Deck drinnen. Hier haben wir ein grün-weißes Deck. Und dieses grün-weiße Deck war halt mit Rancor, Armadillo Cloak, Path to Exile, war eine richtig gute Karte davon. Und halt Klassiker wie Sakura Tribe Elder oder eben Kamal, der einfach ein sehr guter Overrun-Effekt war, um das Spiel zu beenden. Auch hier sehr, sehr cooles Deck. Arch Enemies Gorge the World with Dragonfire. Was da wohl drin sein wird, wenn der Name schon Dragonfire ist. Das ist ein rot-grünes Gruul Fireball Big Dragon Deck mit Dragons wie Flame Blast Dragon oder Rizzle Falling Star Two-Headed Dragon. So die richtig großen Drachen wurden dann eben unterstützt mit eben ein paar Ramp-Zaubern und halt Raussuchkarten in grün. Richtig, richtig cooles Deck. Auch das sehr, sehr stark gewesen. Diese Arch in dem Decks waren halt meiner Meinung nach einfach der Wahnsinn und haben einfach das Spiel auf ein neues Level gehoben, weil man hatte einfach ein sehr cooles Deck, auch ein sehr starkes Deck für damals Casual Table und konnte einfach damit nochmal Arch Enemy nochmal einen Ticken drauf tun. Oder man hat eben zwei sich von den Decks geholt und hatte richtig stronge Sachen und. Richtig coole Zeit, gerade für Produkte. Wenn ihr also irgendwie noch alte Produkte davon haben wollt, gönnt euch die. Die Decks sind der Wahnsinn, ähnlich wie die ganzen Plane Chase Decks. So, gucken wir uns erstmal die besonderen Schemen an. Wir haben Plots That Span Centuries. Diese Artworks, also ihr müsst auch sagen, diese Artworks sind krass. Also da sind sehr krasse Artworks bei, gerade bei Arch Enemy. Und wenn ihr mal hier schaut, wie ihr da das Blut aus den Augen läuft und wie sie auch hier alles mit Blut vollschreibt. Die Artworks sind nicht für jedermann gedacht tatsächlich. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Arch Enemy so ein bisschen gefloppt ist, ist tatsächlich, dass es einen sehr krassen Artstyle hat. Einen richtig krassen Artstyle. Ich persönlich mag den, aber ich kann verstehen, wenn man es nicht mag. Wir haben hier ein Schemen, das zum Release rauskam, das ich jahrelang nicht besessen habe. Und das sagt, wenn du dieses Schemen in Motion setzt, also benutzt, setzt du das nächste Mal, also nächste Runde, nicht eine Schemen in Motion, sondern drei. Was richtig krass ist, weil man damit halt drei Schemen gleichzeitig hat und nächste Runde einen richtig krassen Turn vorbereitet. Die habe ich erst sehr spät bekommen, weil Release-Events dazu haben wir nicht gespielt. Wir haben uns die Teile tatsächlich im Internet bestellt und haben einfach nur bei uns gespielt. Dann haben wir das nächste. Perhaps you've met the Cohort. Auch dieses, also die ganzen Promos hiervon habe ich praktisch nie besessen und habe sie erst kurz vor diesem Video tatsächlich bekommen. Bei diesem Schemen haben wir, wenn wir dieses Schemen in Motion setzen, können wir eine Planeswalker-Karte aus dem Deck ins Spielfeld bringen, was damals nicht gar nicht so mächtig war, weil es gab noch nicht so viele Planeswalker. Heute, wenn ich mir da Nicol Bolas, einen Khan oder einen Ugin raushole, super strong, die gab es damals alle noch nicht. Wobei Nicol Bolas müsste, nee, gab es auch noch nicht. Trotzdem eine coole Karte und die hat man bei einem Store-Event bekommen. Also im Store gab es Events, bei denen man mitspielen konnte und eben dort diese Archimie-Karten bekommen konnte, habe ich, wie gesagt, nie getan. Ebenfalls ein Store-Event. Your Inescapable Doom. Das ist ein Ongoing-Schemen. Das bedeutet, es bleibt oben auf dem Schemendeck liegen. Und zu Beginn des Endsteps kann man einen Doom-Counter auf dieses Schemen legen. Dann fügt dieser Doom-Counter Schadenspunkte in Höhe der Doom-Counter an dem Gegner mit den höchsten Lebenspunkten zu, unter allen Spielern, die er hat. Und wenn zwei Spieler die gleiche Anzahl an Lebenspunkte haben, kann man sich ein Spiel aussuchen. Hierbei ist es interessant, das ist ein Ongoing-Schemen, das keine Bedingung hat, dass es weggeht. Das heißt, man legt das und sobald man das dann oben drauf hat, ist vorbei. Dann ist Ende. Dann kommt da nichts mehr. Weil man kann nicht ein Ongoing-Schemen oben drüber legen. Dann haben wir Branch the Soil in their Blood. Auch hier das Artwork, auch hier die Artworks. Also ihr seht schon, die Artworks sind krass. Die Artworks sind richtig krass. Und dementsprechend, ja.
könnt ihr da mal gucken. Hier ist es so, wenn ihr dieses Shame in Motion setzt, kriegt ihr eine zusätzliche Kampfphase praktisch. Und alle Kreaturen haben Wachsamkeit. Das bedeutet, sie können zweimal angreifen und blocken. Was gerade in Agro-Decks sehr, sehr, sehr stark ist. Auch hier, wie gesagt, Store-Event. Genau wie die letzte Karte ein Store-Event ist. Imprison the Inland Ranch. Und ihr habt das schon gesehen, Alter, das Artwork. Guckt euch das mal genau an. Das ist krass, das würden sie heute nicht mehr machen. Auch das ist ein Ongoing-Shame, das heißt, es bleibt obendrauf, bis es weggelegt wird. Und wenn man dieses Shame in Motion setzt, sucht man sich einen Gegner aus. Die Permanenten dieses gewählten Spielers enttappen nicht. Und wenn der angegriffen wird oder Ziel von Zauber oder Fähigkeiten wird, also der Spieler, wird dieses Schema weggenommen. Das heißt, man legt einen einfach auf Cooldown, auf Standby und sagt, du jetzt nicht mehr und bis ich dich angreife, bleibst du halt weg. Man kann das aber ganz einfach nach unten unter das Deck legen, sobald man den Spieler halt einfach angreift. Damit kann man dann neue Schemen bekommen. Das sind die DCI-Sachen. Wie gesagt, es gibt 45 davon. Wenn ihr euch das komplette Set kauft an Decks, habt ihr eine Menge mehr davon, weil ein paar davon halt ein bisschen häufiger sind als andere. Was ich nicht so cool fand, da fand ich das bei dem Plane Chase schon cooler, dass man, wenn man alle hatte, man das Ganze hatte. Es macht aber natürlich Sinn in der Hinsicht, dass man eben nicht immer eine Playgroup hat, mit dem man das zusammenkaufen möchte und dementsprechend eben die Schemen auf das Deck abgestimmt war. So, wir haben All the Good Time. Oh, ich gehe hier auch mal so ein bisschen wieder durch, guck mir die Artworks wieder an hier. Und werde auf ein paar Sachen genau noch rausgehen. Ja, das ist zum Beispiel eins, was ich sehr cool finde, weil es einfach alle Non-Land-Permanent von einem Spieler nuked. Das ist ganz cool. Hier, das ist Juice Your Champion. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil man, wenn man das in Motion setzt, sucht ein Gegner einen Spieler aus. Bis zum nächsten Runde kann nur ihr und der Spieler, der ausgesucht wurde, angreifen oder Spells aktivieren. Das Interessante hierbei ist, wir haben das immer so gemacht, dass der Spieler dann einfach nicht angreifen konnte. Wir haben das dann immer so gemacht, dass der Spieler, der ausgesucht wurde, nicht mit den anderen mehr kommunizieren durfte. Weil ansonsten kann man einfach, der macht dieses, ich wähle einen Spieler aus, macht keinen Sinn. Wir haben hier aber einfach gesagt, du sagst mir jetzt, wer mit mir spielen darf und wer nicht. Und du darfst nicht mit den anderen reden. Das kommt bei den anderen Schemen nochmal richtig gut zu tragen. Ich zeige es euch gleich auch nochmal. Hier kann man Kreaturen wiederbekommen. Friedhöfe, mehr Mana. Zieht 7 Karten und jeder andere zieht 4 Karten. Das ist auch nicht schlecht, um die Hand mal zu destroyen. Wenn man die Turn 1 bekommt, hat man fast schon gewonnen. Das ist halt super stark. Wenn man einfach selber einen Free-Mulligan hat, auf 7 nochmal. Und jeder geht dann nur noch auf 4-Mulligan muss. Das ist schon super stark. Genau. Dann Discard, hier ein bisschen Kreaturen raussuchen. Hier haben wir 0-1 Pflanzen zum Blocken. Hier machen wir Direct Damage. Und das ist zum Beispiel so ein Schema. Dann sagt man einem Gegner, also jetzt zum Beispiel du, muss dann sagen, ich oder die anderen. Und auch bei diesen Schemen haben wir es so gemacht, dass die Leute nicht miteinander kommunizieren durften. Und dabei war es wirklich so, dass dieser Spieler dann hingehen musste und musste sagen, okay, entweder opfer ich 2 Kreaturen oder jeder andere, der nicht ich bin, opfert 1 Kreatur. Also jeder andere von den Gegnern natürlich nur. Das war halt ganz cool, wenn man damit wirklich Leute in die Bredouille drucken konnte. So, okay, du möchtest deine beiden Kreaturen behalten, aber du weißt ganz genau, die anderen wollen nicht opfern. Such dir aus, du bist dann der Arsch. Man schiebt sozusagen den schwarzen Peter weiter und kann damit auch so ein bisschen Zwietracht in den Gegnern säen, in dem Gegnerteam, was wirklich, wirklich funktioniert und wirklich cool ist. Habe ich jetzt eine Karte zu 4 weggenommen? Ja, nee, habe ich nicht. So. Problem gelöst. Hier haben wir ein Ongoing-Schema, was auch ziemlich, ziemlich cool ist, weil man die Gegner halt auf 1 Spell limitiert. Delight gibt halt eine Menge Leben wieder, was auch nicht schlecht ist. Je nachdem, wie viele Leute man hat, wird halt schlechter im Laufe des Spiels. Man kann Sachen kopieren. Die Artworks. Ich meine, guckt euch die Artworks mal an. Richtig cool. Iron Golem. Ja, also das würde heute nicht mehr durch die Zensur kommen, meiner Meinung nach. Und ist aber auch nichts, finde ich irgendwie, was man jetzt groß mit 12- oder 13-jährigen Kindern spielen kann. Eben genau aus solchen Artworks. Zumindest ist das meine Meinung. Und dadurch, dass wir zu dieser Zeitpunkt ja alle noch relativ Jugendliche waren, da auch immer wieder kleinere bei rumgegangen sind, war halt das nicht so möglich, mit allen diesen Schemen zu spielen, weil ein paar der Schemen einfach viel zu krass waren vom Artwork her. Ein paar waren auch ganz okay, wie der hier zum Beispiel. Oder hier den Artwork. Das Artwork haben sie nochmal irgendwo verwendet, glaube ich. Oder hier. Aber so ein paar Sachen, wie jetzt zum Beispiel gerade diese hier, das ist schon sehr fies. Also das muss man einfach sagen. Und das haben sie beim Plane Chase 2 und das haben sie beim
Und das haben sie beim Arch Enemy 2 besser gelöst. Entschuldigt bitte, by the way, wenn ich hin und wieder mal Plane Chase zu diesem Arch Enemy Deck sage und diesen Cheam. Das ist halt, weil ich die ganze Zeit jetzt hin und her wechsle und die ganze Zeit mir Gedanken mache und Sachen gelesen habe wegen beiden Sachen. Und ich das hier in einem Rutsch alles aufnehme, ist das so ein bisschen, ja, schwieriger für mich. Artefakt-Spells kosten 2 Mana weniger. Das ist halt super cool im Artefakt-Deck. Das gibt generell Mana. Rotten Ones. Ja, wie gesagt, ein paar von den Artworks sind einfach nicht kindergeeignet, meiner Meinung nach. Und zeigen einfach den Status, den Magic damals hatte, wo sie sich mehr an Jugendliche orientiert haben. Ganz gut, finde ich. Genau, das waren die ganzen Schemen. Wenn euch irgendein Artwork gefallen hat oder ähnliches, könnt ihr euch die Schemen hier nochmal genauer durchgucken. Beziehungsweise ihr könnt euch die ja auch genauer durchgucken, wenn ihr euch die mal holen wollt oder ähnliches. Die Schemen kriegt man auch alleine, ist aber ein bisschen schwieriger da dran zu kommen, weil die eben oftmals ein paar von den Schemen halt ein bisschen seltener sind als andere. Grundsätzlich kommt man dabei immer noch relativ gut dran, wenn ihr das spielen wollt. Auch das hier kann man wunderbar einfach per Webcam spielen, weil es braucht im Endeffekt ja nur der Arch-Enemy diese Karten. Und wenn man dann eben so ein Arch-Enemy-Deck da liegen hat, wo man dann diese Karten für hat, dann braucht man auch nicht so einen Stapel an Arch-Enemy-Karten, wo man sich dann aussucht, welche man spielt, sondern man braucht dann im Endeffekt nur seine 20 Stück. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal ein Like da lassen. Ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ihr könnt mir in den Kommentaren mal schreiben, habt ihr schon Erfahrungen mit diesem Arch-Enemy-Set gemacht? Ich weiß, es gibt ein anderes Arch-Enemy-Set, zu dem komme ich auch noch. Und wenn nicht, warum nicht? Habt ihr da noch nicht gespielt? Gab es das noch nicht? Findet ihr das nicht cool? Mögt ihr das nicht? Oder gefallen euch die Artworks nicht? Das könnt ihr mir mal reinschreiben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao, ciao.